Festkonzert zu 15 Jahren Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Bei ihrer Gründung war sie die erste staatliche Hochschule für Popmusik und Musikbusiness in Deutschland. Das Erfolgsrezept sehen die beiden Geschäftsführer Udo Dahmen und Hubert Wantjo vor allem in der engen Verzahnung der verschiedenen Bereiche. Und man will in der Erfolgsspur bleiben. Ja, wir haben insgesamt weit über 700 Bewerber im Schnitt aller Jahre und natürlich mit einem besonderen Plus im künstlerischen Bereich, da reden wir von bis zu 450 Bewerber auf 30 Plätze im Bachelor. Aber über alle Studiengänge hinweg sind die Zahlen weitaus höher, als wir Leute aufnehmen können. Das ist absoluter Wahnsinn. Das liegt möglicherweise auch an den räumlichen Kapazitäten. Die Musikakademie, die Popakademie ist schon zweimal ausgebaut worden. Ist der dritte Ausbau in Sicht? Wir würden uns das wünschen. Wir hoffen auch in den nächsten Jahren, dass hier in Mannheim, vielleicht hier in unserem Revier, in unserem Quartier sozusagen noch Möglichkeiten für uns geschaffen werden oder sich zeigen. Derzeit sind wir voll bis quasi unter die Decke durch den gerade nochmal den Weltmusikstudiengang, aber wir haben ja Erweiterungspläne inhaltlicher Art für die nächsten Jahre. Und das würde natürlich dann auch bedingen, dass wenn wir die umsetzen, dass wir noch zusätzlich Räumlichkeiten haben müssten. Winfried Kretschmann zu Populismus in der Sprache. Der baden-württembergische Ministerpräsident erläuterte in der neuen Aula der Universität Heidelberg, welche Auswirkungen populistische Sprache in der aktuellen Politik habe. Ziel sei es, ein Feindbild als gemeinsamen Sündenbock zu erschaffen, gegen den alle Zuhörer vereint werden sollten. Der Grünen-Politiker mahnte jedoch auch an, die sogenannte Political Correctness in sprachlichen Ausdrücken nicht zu übertreiben. Allgemein müsse Populismus mit zivilisiertem, demokratischem Streit begegnet werden. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Europäischen Zentrum für Sprachwissenschaften, das die Forschungs- und Lehraktivitäten der Neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg und des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim bündelt. Die Zukunft gehört der roboterassistierten Chirurgie und der regenerativen Medizin. So Professorin Nicole Rotter, Chefin der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Universität Mannheim in ihrer Antrittsvorlesung. Neben ihrer Forschung legt die international renommierte Medizinerin aber auch großen Wert auf die Arbeit mit den Patienten. Dabei geht es vor allem um die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Therapie. Professorin Nicole Rotter hat den HNO-Lehrstuhl an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg bereits seit einem Jahr inne. Wie können Angehörige mit dem digitalen Nachlass eines Verstorbenen umgehen? Dieser Frage ging die Berliner Expertin für Online-Marketing Dr. Karin Wind bei einer Veranstaltung an der Universität Heidelberg nach. Sie informierte zum Beispiel über die Möglichkeit eines Zugriffs auf Online-Konten. Professorin Barbara Pech vom Institut für Informatik stellte die wachsende Bedeutung des Themas heraus, da immer mehr Menschen online aktiv sind.